Ja, ciao zusammen, das ist der Mike wieder mit Zukunftsblicken. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute schauen wir mal nicht in die Jasskarte, heute schauen wir in die Billion-Zukunft. Das ist eine neue Methode von mir. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich glaube selber noch nicht unbedingt dran, aber das ist ja der Scheissegal, wenn es nicht so geht, weil es klötzt ist ja dann eh bei mir. Also wir tun jetzt mal, jetzt könnt ihr anrufen da auf die eingeblendete Nummer. Jetzt haben wir gerade irgendwann Nordstrom bekommen. Auch das gibt es. Ich habe die Rechnung gestern halt nicht gezahlt. Und ja, es ist halt schwierig. Also, ich habe jetzt am Telefon. Wer habe ich am Telefon? Ja, Heide Liberta. Ciao, Heide Liberta. Von wo läutest du an? Von Ostermundigen. Das habe ich natürlich auch schon gewusst. Ich habe voll hin. Also, was ist deine Frage? Wie es mit dem Tanz in Zukunft aussieht? Ja, was für ein Tanz? Ah, nicht Tanzen, Finanzen. Okay. Ich mische jetzt mal die Karte mischen. Moment, mischen. Die Augen zu mischen. Nehme Kontakt auf. Home. Und jetzt schauen wir mal, was es da hat. Also, 1 Billion, 2 Billion, 3 Billion, 4 Billion. Also, Heide Liberta. Du siehst, ich habe hier 4 Billion. Weiss bedeutet, dass es schneien kann. Gelb bedeutet so im Juni ca. ein Sandsturm. Blau ist, dass es im August ein schönes Wetter gibt. Und so gelb, nochmal gelb. Das weiss ich gerade nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt aber deine Frage beantworten können und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag. Danke vielmals für dein Geld. Tschüss, Bert, Heigeli, Berta. Also, das war es mit Zukunftsblicken. Es kommt jetzt bald wieder auf einen anderen Sender, bevor das hier wieder der Strom ausgeht. Wir haben wieder Nordstrom. Das war es jetzt auf Pro 7. Jetzt schalten wir auf Sat 1. Nachher eine Stunde später sind wir auf RTL. Und nochmal eine Stunde später sind wir im Schweizer Fernsehen. Und vielleicht bin ich dann übermorgen noch beim Ex-Tele 24 Reporter Roger Schawinski. Also, ciao zusammen bei Zukunftblicken. Euer Mike. Shiva.